Goedemorgen miteinander. Goedemorgen. Angie. Afrodita. Hoi, Afrodita. Hoi. Angie. Nadege. Hoi, Nadege. Angie. Hannibal. Hoi, Hannibal. Hoi. Haben Sie es gut angefunden? Sehr ja. gut. Sehr gut. Gut. Super. Ja, also wichtig ist heute die aufrechte Haltung, wie ihr lauft. Becken raus, richtig schnaufen. Und dass ihr sagt, wenn ich zu schnell laufe, ich werde immer wieder ein bisschen fragen und hinterher schauen, dass ihr in einer Reihe lauft und gewisse Übungen, die ihr dann nicht machen wollt, dass ihr dann das einfach wirklich könnt sagen könnt, dass ihr eure Abgrenzung dann habt und dürft Nein sagen. Und falls irgendetwas ist, einfach melden. Ist das gut? Super. Super. Ja. Dann machen wir uns langsam auf den Weg, würde ich sagen. Habt ihr alles dabei zu trinken und sonst habe ich noch Proviant. Ist das gut? Das ist gut. Ja. Super. Danke. Gut? Ich bin Angie Stones, bin 27. Ich habe eine Treuhandausbildung gemacht, dann mich umschulen lassen zur Wanderleiterin und zur Stress-Burnout-Beraterin. Und komme aus Brasilien, respektive bis vier in Brasilien gelebt. Und jetzt wohne ich zurück im Kanton Zug. Meine Kindheit in Brasilien habe ich teils gute Erfahrungen, teils schlechte Erfahrungen. Die guten sind, also uns hat materiell an nichts gefällt. Die schlechten Erfahrungen sind in dem Sinn, dass ich ein Poolereignis hatte mit den Eltern, wo mein Vater im Drogenrausch war und versucht hat, meine Mutter umzubringen im Pool inne und ich dann ihr zur Hilfe ein Messer gegeben habe. Da habe ich einfach lange nicht gewusst, wer eigentlich bei diesem Ereignis wird überleben. Und das hat mich halt extrem mega geprägt und halt viel Angstzustand nach dem in meiner Kindheit. Die Beziehung zu meinen Eltern war auch ein bisschen gespalten. Zum einen zu meinem Vater war es so, dass ich auch gewisse Angst hatte. Auch auf eine Art wie der Respekt verloren, auch gegenüber eigentlich Männern. Zu der Mutter war eigentlich eine extreme Liebe herum, weil ich praktisch nur sie hatte. Und auch, als ich in die Schweiz kam, bin, halt nur sie wirklich gekannt habe. Die Schule habe ich auch wieder so ein bisschen zweispaltig erlebt. Und zwar, vor 20 Jahren war mir nicht so ausländerfreundlich. Und das sind die ersten Probleme gekommen, wie eben über die Hautfarbe, wo ich gecancelt wurde, oder über meine Haare. Mit diesen Schikanen und Schwierigkeiten in meiner Kindheit oder in der Primarschule bin ich umgegangen. Zuerst eigentlich sehr traurig, introvertiert. Und plötzlich hat es irgendwie so einen Klick gegeben und dann hat es gekippt. Da haben wir wie eigentlich einen Klick gehabt, wo wir sehr extrem zurückgegeben haben. Wirklich, also sind die Eltern mehrmals das Elterngespräch eingeladen worden und wir haben wirklich davon randalieren. Also ich hatte unterschiedliche Tiefpunkte gehabt. Zum einen eben angefangen hat es mit dem Poolereignis. Dann ist es halt so weit gekommen zu einem Missbrauch. Und viele denken, das ist von meinem Vater. Ist nicht von meinem Vater, ist aber auch ein bekanntes Kreis. Oder Familienkreis. Und nachher ist es halt so weit gekommen, dass alles immer geschluckt. Halt auch die Auseinandersetzungen in der Oberstufe. Und habe einen Selbstmordversuch dann gemacht, der zum Glück nicht gelungen ist. Und ja, dann schlussendlich, als ich mich um meinen Vater gekümmert habe, ist es dann, als es ihm besser gegangen ist, habe ich dann Zeit, um zu überlegen, was ich überhaupt alles in den letzten Jahren gemacht habe und bin dann selber in ein Burnout hineingerutscht. Aber zum Glück ist es dann nicht mehr so weit gekommen, dass ich Selbstmordgedanken hatte. Ich habe das Medium des Buches gewählt, um mir Gehör zu verschaffen. Zuerst wollte ich das für mich schreiben. Also es war eine Eigentherapie, es kam gar nicht in Frage, das zu veröffentlichen. Ich hatte zuerst noch Angst. Dann mit der Zeit habe ich dann gemerkt,
Als ich meine Geschichte davon erzählen habe und gewisse Teilfrequenzen, die ich bereits geschrieben habe, gewissen Leuten zum Lesen gegeben habe, die auch von der KESB betroffen sind, hat das sie ermutigt, KESB auch zu hinterfragen. Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, eben auch KESB genannt, ist mein Leben gerettet, ungewollt durch meinen Vater, der ja psychisch beeinträchtigt war. Oder ist in dem Sinn. Und ich ein unanerkannter Beistand war, überfordert war in der Emotion, um seine Sachen zu verwalten, habe ich ganz ehrlich zugegeben, haben wir zwei Beistände vorgeschlagen, die sind nicht überprüft worden. Wir hätten ihm einfach einen Berufsbeistand geben, aus Eigeninteresse. Da geht es eben um das Haus zu veräussern, wo aber der Vater nicht will. Und das hat dann zu gewissen Interessenskonflikten geführt. Und dann war es ein jahrelanger juristischer Kampf, wo wir teils jetzt noch drin sind, aber schon bereits gewisse Erfolgserlebnisse haben dürfen erleben. Die Wendepunkte in meinem Leben waren eben verschiedene Faktoren gewesen. Zum einen, etwa vor anderthalb Jahren, habe ich das ganze Manuskript wirklich rein fertig haben. Dann liest man es mehrmals durch, geht es mit dem Verlag durch, tut gewisse Anpassungen machen und gleichzeitig reflektiert man alles und fährt eigentlich an von Zusammenhängen verstehen, wenn man das Leben wirklich so vom einen auseinander nimmt und fährt sich an von hinterfragen, gibt es wirklich nur das? Ist es nach dem Tod fertig? Habe ich wirklich nur immer so viel Glück gehabt? Oder spielt da noch eine andere Macht dahinter eigentlich eine Rolle? Zu Beginn habe ich durch das, was ich alles erlebt habe, nicht geglaubt. Obwohl ich eigentlich auch in den schlimmsten Situationen gebetet habe, weil ich in dem Moment durch die Hölle gegangen bin, da habe ich noch Hoffnung gesucht. Und dann ist es wirklich viel, viel später gekommen, dass ich zu Gott gefunden habe, weil einfach viele Sachen passiert sind, die nicht Menschen möglich zu erklären ist. Und ich noch Träume hatte von Jesus. Das Wandern für mich hat eine sehr wichtige Bedeutung. Mein Vater war für tot erklärt, aus gesundheitlichen Gründen, Organversagen eigentlich. Er hat aber noch gelebt und es hat geheißen, ich soll mit ihm einfach Zeit geniessen und viel laufen. Er hat sich einfach stabilisieren und ich kann einfach auch merken, dass die Berge etwas zurückgeben, wo du in der Stadt nicht wirklich kannst holen. Zu der Idee des Unternehmens bin ich gekommen durch die ganzen Erlebnisse, die wir hatten. Und das heisst Alpinafit. Unser Ziel ist, den Menschen zu helfen, wieder mehr Lebensqualität zu bekommen. Also wir haben uns eben spezialisiert mit dem Gesundheitswanderangebot oder therapeutisches Wandern für Menschen mit Depression und Burnout. Also, wir machen jetzt eine Übung. Wir tun uns wieder mit der Natur vereinen, damit wir die Wurzeln wieder bekommen. Und wir versuchen, die tiefe Liebe im Herzen zu spüren. Und jeder sucht sich einen Baum und umarmt ihn und schenkt die komplette Liebe, die er noch kann, an den Baum. Okay. Meine Frau. Genau. Und dann nehmen wir beide Hände, beide Füße am Boden, ein bisschen spreizen und umarmen. Und tief ein- und ausschnaufen. Richtig einschnaufen ins Becken. Bauch raus und ausschnaufen. Und in die Ruhe versuchen zu kommen. So ein Mensch möchte ich gerne werden, anderen gegenüber hilfsbereit dienen und einfach die Barmherzigkeit zeigen, die eigentlich Gott für uns bereit hat.